Wer glaubt, hier Bilder vom Flug über einen Wald zu sehen, der irrt. Es handelt sich nicht um einen Wald, es handelt sich um eine Holzplantage. Hier wird Fichtenholz angebaut und geerntet. Sehr effektiv mit sogenannten Vollerntern. Die fällen, entasten und zerlegen einen Baum in wenigen Sekunden. Abtransportiert wird der Rohstoff Holz mit schwerem Gerät. Und das ist ein Problem. In einem Wald in der Eifel treffen wir den bekennenden Ökoförster Peter Wohleben. Bewaffnet mit einem Spaten will er uns in dieser Wirtschaftsschneise zeigen, was die schweren Fahrzeuge hier mit dem Boden angerichtet haben. Gar nicht so leicht, mit dem Spaten diesen Boden aufzubrechen. Aha, was sehen wir hier? Also hier sehen wir, dass unter der braunen Schicht hier so eine grau marmorierte Schicht aufkommt und vor allem die Schnittfläche ist auch ganz glatt. Das heißt, hier ist praktisch auch keine Luft mehr drin. Das ist reiner Ton. Dann sieht man auch, es sind so grau-braune Flecken. Und das ist ein ganz klares Zeichen für Sauerstoffmangel. Hier erstickt jedes Bodenleben. Ganz anders sieht es in diesem Buchenwald aus, der seit 180 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Was sehen wir jetzt hier in der Erde? Hier sehen wir einen sehr schönen braunen Boden. Das ist eine typische Braunerde, die ist feinkrümelig, die ist gut durchlüftet. Hier geht es den Tieren richtig gut. Und wie viele hier drin werkeln, das kann man mal an so einer Handvoll sehen. Das sind, ja, hier sieht man einen größeren Käfer auch. Insgesamt leben in dieser Handvoll mehr Kleinstlebewesen als Menschen auf der Erde. Mhm. Im benachbarten Nationalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen treffen wir den Ranger Arno Koch. Auch hier hat die Natur Vorfahrt vor dem Profit. Das Ergebnis? Artenvielfalt. Ein gesunder Wald bietet Abwechslung und damit Vielfalt der Lebensräume. Wie dieser seit 20 Jahren vor sich hin modernde Buchenstamm zeigt. An diesen Spechtabschlägen, das sind also Späne, die ein Specht übrig gelassen hat, weil er sonst Holz gehackt hat, dass hier Insektenlarven drin sein müssen. Die hat er nämlich gesucht, um die zu fressen. Das heißt, hier in diesem Holz mümmeln garantiert irgendwelche, ja, manchmal sogar bis zu fingerdicken Larven und fressen diesen verrottenen Baum. Das sogenannte Totholz verrottet hier nicht etwa sinnlos. Die Natur betreibt Recycling, holt sich wichtige Nährstoffe zurück, schafft aus dem organischen Material neues Leben. Für Pilze, Mikroben, Kleinlebewesen ist das ein reich gedeckter Tisch. Das wäre jetzt sicher total spannend, hier einfach mal die Rinde runterzureißen und zu gucken, was hier sich drunter bewegt. Genau das machen wir nicht. Wir sind ja hier im Nationalpark und hier soll sich die Natur ungestört entwickeln dürfen. Und man sieht hier an diesen kleinen Bohrlöchern, dass hier auf jeden Fall jede Menge los ist. Hier sitzen also irgendwelche Käferlarven drin und die brauchen teilweise 5 Jahre und länger, um eben zum Käfer zu werden. Und wenn ich jetzt einfach hier anfange, Sachen runterzureißen, dann war's das. Also die kleinen Knilche wollen wir nicht stören. Das ist also eine regelrechte Kleinstadt von Insektenlarven, die hier eben über viele Jahre sich ungestört entwickeln. Ähnlich sieht's am benachbarten Baumstumpf aus. Aber das Holz steht, ist trockener, vermodert anders. Ein Kollege hat mal gesagt, das sind Mutterschiffe der Biodiversität. Also hier brummt die Artenvielfalt, hier leben tausende von Insekten und Pilzarten dran. Das ist so ähnlich wie das Plankton im Meer, das ist die Grundlage der Nahrungskette im Wald. Man sieht hier zum Beispiel Spechteinschläge, die Spechte ernähren sich von den Insekten, die Insekten ernähren sich von den Pilzen. Also alles hängt zusammen. Und wenn ich diesen ersten Baustein nicht habe, dann habe ich auch keine Artenvielfalt im Wald. Artenvielfalt im Nationalpark. Tristesse im Wirtschaftswald. Totholz, Fehlanzeige. Und der Sommer zeigt ein weiteres Problem der Monokultur. Und zudem kommt, dass die Fichten rund 70% des Niederschlags mit ihren Kronen schon abfangen. Das heißt, hier unten drunter ist es trocken wie in der Wüste. Das verschärft die Verarmung des Lebensraumes Wirtschaftswald zusätzlich. Auch den Fichten selber geht es in dieser Holzplantage nicht gut. Was für ein Kontrastprogramm bietet der geschützte Wald. Hier haben auch tote und junge Bäume ihren Platz. Kein Ghetto gleich alter Anbauprodukte. Entstehen und vergehen als gesunder Kreislauf. Und auch im Wassermanagement ist der natürliche Wald dem Wirtschaftswald baumhoch überlegen. Na klar,
Hier geht's ja auch zuallererst um die Produktion von Holz. Doch schon die Konzentration auf das schnell wachsende Fichtenholz ist ökologisch gesehen ein schwerer Fehler. Fichte ist keine heimische Baumart. Sie stammt aus der Taiga, also aus dem hohen Norden. Der ist es hier viel zu warm und zu trocken. Die leidet hier und deswegen wird sie auch leichter von Käfern befallen, deswegen wird sie leichter krank. Die wurzelt hier auch sehr flach und wird von Stürmen leichter geworfen. Also es gibt Probleme ohne Ende. Und leider auch für das Bodenlebewesen, weil diese saure Nadelstreu von denen nicht gemocht wird. Die mögen die einfach nicht, die können die nicht fressen. Apropos Artenvielfalt in geschützten Wäldern. Eine Spezies ist auch im Nationalpark besonders willkommen. Der Mensch. Allerdings nicht als Holzfarmer, sondern als Besucher, der hier eine gesunde, ursprüngliche Natur erleben kann.